So, Leute, dann sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Daumen dabei. Servus! Und heute gucken wir uns ein Match an, wo ich Leute vorwarnen muss. In diesem Match werden Fehler passieren. Salz! Einige Fehler. Und ich möchte das Matchup aber genau deshalb auch zeigen. Weil wir haben das letzte Mal ja schon drüber geredet. Letzte Woche war ja zum Beispiel der Fehler, dass ein komplettes Spiel gar nicht hätte zustande kommen müssen oder so schnell conceded worden sein, weil eine Chalice zum Beispiel vom eigenen Ding ignoriert wurde. Ja. Und das ist halt was halt im Spiel passiert, worauf man nicht so gut achtet und wo man teilweise auch nicht nachfragt. Und deswegen möchte ich dieses Spiel so ein bisschen auch zeigen. Wir haben hier auf der einen Seite einen Moonstompy, ein sehr, sehr gutes Deck gegen Dimir Frog. Dimir Frog aktuell eins der meistgespielten Decks, ja. Aber gleichzeitig auch ein sehr, sehr gutes Deck. Und da möchte ich einfach diesen Move, den man einfach hat, einfach mal zeigen, dass dieses Deck bzw. dieses Matchup sehr viel davon abhängt, wie die Spieler drauf sind. Disclaimer, ich gehe Enrage. Wahrscheinlich. Ich habe schon gesagt, wir haben Good Cop, Bad Cop heute in der Folge. Und ja, da war versucht, Chalice auf 1 zu legen. Das wurde geforced. Ja, musst du forcen als Frostspieler. Da war eine Bubble auf der Hand, wenn ich es richtig gesehen habe. Finde ich spannend, weil aktuell spielen ja viele die Nihilin Spellbomb. Nihilin Spellbomb, weil sie eben eine Karte nachzieht. Hat Hassan gegen mich tatsächlich heute sogar getan. Vielleicht hat die Liste bis jetzt schon geändert. Das kann sein. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte da drin. Bubble natürlich auch nicht so verkehrt, wenn jetzt irgendwie Tamio Bubble oder so kommt, schon gut. Aber Ponda ist auch schon mal nicht schlecht. Wenn ich mal vor die Chalice wäre liegen geblieben, ey. Du hast nur eins. Ich glaube, die Hand war wirklich mies, ja. Die wäre richtig Schrott gewesen, die Hand. Ja, und die Zukunft natürlich auch. Du hast vollkommen recht. Du hast die Tamio auf 1, du hast den Golf. Golf auf 1, dann hast du halt noch Murky. Ja, und Frosch. Ja, das ist richtig. Aber okay, du hast dann halt eine Menge, um den Frosch reinzuschmeißen, aber die developst ja gar nicht. Ach du Scheiße, Fury. Fury ist gut. Fury ist richtig eklig für Dimir Frog. Ja, Wasteland, Push. War das Ganze in den Frog? Das Ganze ist ein Frog. Ein Sokens haben wir gespielt. Ich glaube, jetzt ist der. Genau, der Bombardier. Bombardier, to genau. Bombardier. Tom Bombardier. Beat für 2, gibt man auf 16. Ja, nächste Runde Wasteland, Push den Bombardier. Genau, das wäre. Dann hat man sich schon stabilized. Genau. Das. Und Push. Dann Push. Genau. Hat man sich wieder stabilized. Genau, klare Linie. Das ist halt der Punkt. Man muss halt so lange ein bisschen stabilisieren, bis man den Frog droppen kann. Das ist aktuell ein bisschen schwieriger. Gerade wenn man noch das Surveillance gezogen hat. Surveillance sind ganz sweet, aber das zu ziehen, das ist halt. Oh. Das willst du end of turn fetchen. Aber so ist halt immer tempting zu sagen, okay, ich spiel's jetzt, damit ich nächste Runde das Mana habe. Weil du verlangsamst dich ja auch um eine Runde. Das ist immer so. Auf der anderen Seite Bubble, kann man den Gegner noch bubbeln, um zu wissen, was er zieht. Das ist ein gute Karte. Gutes das ist Ding. Gut. So, dann zieht dann man die Karte. Das hat er gezogen. Ein Land, glaube ich, ja. Ja, ein Land. Endstunde kriegt man 2 Damage. Warum will zwei, der das ein Land auf der Hand haben? Boah, Trinisphäre. Ich glaube, hier wollte man nur sehen, was der hinten spielt. Aber das ist nicht schlecht tatsächlich, weil jetzt kann man den Frog für 3 spielen. Ja. Und kann Brainstorm Ponder da einfach reinpitchen, wenn man es braucht. Auf der anderen Seite muss man immer aufpassen, hier sind ja mehrere Golfs im Spiel. Da sind ja auf der einen Seite vom Moonstompy Golfs, wie auch von dem die Nether Golfs von der Frog-Seite. Meinst du, Moonstompy spielt Golf, wenn wir schon Fury gesehen haben? Obwohl, ja, ich glaube, Ben hat keine Ringe, ne? Nee, Ben spielt ohne Ringe. Das Moonstompy so spielt. Genau, es gibt immer aktuell 2 Lager bei Moonstompy. Es gibt die mit Ringe und die ohne Ringe. Und aktuell spielt diese Version ohne Ringe. Und ich glaube, da sind die auch mit drin. Wobei ich sagen muss, also ich spiele ja auch 4 Mainboard mittlerweile aktuell. 4 Golfs und 4 Ding Mainboard. Weil, ja. Weil du halt den Removal gegen sowas wie Frog oder so brauchst. Ja. Weil du kannst jetzt halt für eine Fury einfach droppen, wenn du es Mana hast. Und dann, das tut weh. Das tut richtig weh. Jetzt bist du so weit weg von Fury. Ja. Ich würde jetzt auch nichts reinpitchen. Ich würde es einfach nur zuhauen und Go sagen. Okay, wird reingepitcht. Ja. Pitcht für 2. Aber der Brainstorm war doch eine gute Karte.
Golf gezogen, das ist natürlich übel. Golf hat Artifact, Instant, Land, Sorcery gerade. Ja. Das ist ein 4-5er. Der ist natürlich richtig strong. Mhm. Oh je, und da fehlt ein bisschen Mana für das Fury. Und ist das ein Stifle? Das ist ein Stifle. Damit kann man den Fury stifeln. Oh, fuck my life, das ist gut. Das tut richtig weh. Dann gehen hier für, ich glaube, 6. Der muss jetzt gleich 3 Handkarten, 3 Mana haben und 2 rote Handkarten und frisst trotzdem Stifle. Ja, hier sagt man auch, glaube ich, einfach go. Land, das Land hätte ich in den Frosch geschmissen. Ja, das ist richtig. Das Land brauchst du nicht, du spielst. Das nächste Land, das interessiert, ist das 6. 6. Und da kommst du gar nicht hin. Ja, das Land hätte ich auf jeden Fall auch in den Frosch geschmissen. Da ist auf jeden Fall eine rote Karte, beziehungsweise ein Land. Das kann beides sein, ja. Ja, das wäre da, glaube ich, ganz gut, wenn das natürlich jetzt in den Stifle läuft. Uiuiui. Das ätzend. Und selbst wenn du den Golf halt irgendwie los wirst, hast du immer noch das Problem, dass er halt wiederkommt. Der kostet 3 Mana, das klappt nicht. Das ist korrekt. Oh je, wenn wir jetzt Imprint stifeln. Das wäre jetzt natürlich. Boah, Junge, das ist doch den Stifle, den machst du einfach nicht. Oh, Junge. Oh, der kostet 3. Doch, Leute. Das meinte ich mit Fehler passieren. Und das ist halt so, wenn man die Karten nicht genau durchliest. Wir sind nun mal in der Ära, in der Karten oftmals nur den Gegner betreffen. Da muss dazu sagen, die Trinisphäre muss ja enttappt sein. Ja, ja, das ist ganz alleswürdig. Das war eine Zeit lang mal wichtig bei Moonstompy, weil du den Kahn gespielt hast und mit der zugehauen hast. Ja, das ist richtig. Absolut richtig. Aber die ist halt offensichtlich enttappt. Ja. Ja, und beim Gegner wurde halt dran gedacht. Oma hat sogar die 3 Mana gezahlt. Super. Ja, wie gesagt, beim Gegner wurde auch dran gedacht, aber bei deinem eigenen. Ja, Trinisphäre. Wie gesagt, das passiert. Trinisphäre, man kann eben gerade in der jetzigen Zeit, in der wir sind, einfach auch teilweise damit rechnen, dass der Gegner das nicht versteht oder nicht kennt oder nicht weiß. Und das sind einfach Sachen. Das funktioniert. Genau. Ja, jetzt. Aha. Jetzt müsste es auffallen. Are you kidding me? Ah, nee. Are you fucking kidding me? Ja, Dinge, die passieren. Wie gesagt, das ist halt einfach ein Punkt, der sehr, sehr, sehr schwierig ist. Denn wir sehen das immer und immer und immer wieder. Diese Game Patterns, die wir haben, die passieren einfach in Spielen. Und das sind nicht nur Anfänger, sondern das sind auch Leute, die jahrelang Legacy spielen oder andere Magic-Formate und dann eben trotzdem manchmal sich zu sicher ihrer Karten sind und nicht nochmal nachlesen oder nicht nochmal überlegen. Das passiert regelmäßig. Ich sehe deinen Blutdruck. Boah. Ja, schwierig. Dann wird hier lassen für 3 Mana. Was wird hier für 3 Mana gemacht? Murktide. Oder? Murktide. Der kostet ja immer noch 3. Das wird jetzt sogar richtig gemacht. Genau, 3 Mana. Dann, du musst halt jetzt aufpassen, was du rausfrisst, damit der Golf nicht kleiner wird. Also du willst einen möglichst großen Murktide, aber einen möglichst großen Golf. Golf weiterhin. Da müsst ihr tatsächlich auch ein bisschen tracken. Deswegen mag ich das, wenn man auf die Golfs zum Beispiel einfach Würfel legt. Ja. Weil dann weiß man, wie groß der ist. Ja, das ist leider ein bisschen schade. Aber ja, das war auch verdient. Ja, das war verdient. Das ist absolut richtig. Ja, wie gesagt, an der Stelle einmal Werbung. Wenn ihr besser werden, ich meine natürlich, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das bei Patreon oder YouTube Membership machen. Ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich supporten. Geht auch höher, aber ab 3 Euro für die Leute, die sagen, wow, nee, 3 Euro ist das, was ich ausgeben möchte. Ab 3 Euro könnt ihr das machen, ihr könnt auch höher gehen, wie gesagt. Guckt mal vorbei, YouTube Membership, Patreon. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die mich unterstützen. Und ansonsten kennt ihr Daumen nach oben und so weiter. Das unterstützt ebenfalls. Gut, jetzt Game 2 nach dem Sideboarding. Moonstompy wird wahrscheinlich Unlicensed Hearths oder Leyline oder sowas reingenommen. Wenn du hast, würde ich sogar Leyline. Da ist aber ein Dead and Gone. Dead and Gone auch sehr gut. Und Dimir Frog, du hast halt nicht so viel Artifact Removal und hast gar kein Enchantment Removal. Du könntest einen Flood Moon spielen, aber der ist eigentlich schlecht. Ja, stimmt.
Wobei, so schlecht ist der nicht. Also ich habe den gegen Moonstompy schon gemacht und ich habe sie gecolorscrewed. Ja, okay, das kann halt auch passieren, aber... Das passiert sehr selten. Ja, da sind meistens so fünf, sechs Mountains drin. Sumpf. Dead and gone. Ja, jetzt ist er schon mal funktioniert tot. In dem Fall sogar. Mhm. Denn der Nethergolf zählt nur die eigenen Karten im eigenen Friedhof. Yep. Was ein großer Unterschied ist zum Tamogolf oder Pyrogolf. Yep. Hier wurde gut gefetcht. Aber hier fehlt, glaube ich, die Insel. Jo. Das ist auch ein Brazen auf der Hand, ein Push, ein Frog. Also eigentlich alles gute Karten, aber... der Blood Moon macht halt gerade das Game. Mhm. Jetzt noch eine Chalice. Aber die verändert nicht so viel. Man könnte überlegen, ob man die Chalice auf 2 später spielt. Für den Frog. Für den Frog und für den Bouncer. Brazen Burrow, ja. Genau. Nein. Schön zurück. Ja, brav. Ja. Die kommt sogar enttappt ins Spiel. Ja, und man verliert keine 3 Leben. Man verliert keine 3 Leben. Danke. Als würde man uns zuhören. Genau, dann kommt jetzt der Kleine und dann haut man für 2-mal zu. Sehr schön. 2, ja. Mhm. Oh, Dismember. Sweet. Ja. Ja, statt die... Dann bezahlt man nur 2 Leben. Ja. Dann. Das ist ziemlich gut. Das ist gut. Und man macht das, nachdem man zugehauen hat. Nachdem man den Damage genommen hat. Das ergibt keinen Sinn. Aber er hatte eh nichts zum Schmeißen da. Also es macht halt nur... Ja, aber man hätte hätte hier 2 Leben mehr gehabt, wenn man... Ja, man hätte 2 Leben storen können. Genau, wenn man nicht den Gegner erst hauen lässt und das dann removed, sondern einfach direkt komisch. Removed. Das war strange. So, dann nochmal für 3 Mana. Noch ein... Rebel Master. Der ist nasty. Mhm. Den kannst du noch nicht mal mit dem Brazen Burrow bouncen. Pushen kannst du auch nicht. Das ist auf jeden Fall schwierig. Das ist schlecht. Dann Hydroblast. Oh, man braucht nur eine Insel. Die Insel wäre so gut. Aber es wurde sich für Sumpf entschieden. Ich befürchte, wir sehen noch ein Game 3. Das ist doch großartig. Oh, das hält mein Blutdruck nicht aus. Ja, wie gesagt, also das passiert. Und gerade wenn man halt neu auf Decks geht, ich weiß, dass Ben vorher, glaube ich, 3 oder 4 Mal erst dieses Deck gespielt hat. Und viele Leute, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, Stompy-Decks sind keine einfachen Decks. Auch wenn Leute das wirklich oft denken. Das stimmt. Aber man muss so viel auch nachdenken, was Trigger angeht, was den aktuellen Board-State und so weiter angeht. Das hier zum Beispiel auch, das Chalice auf 0 ist das im Endeffekt. Ja. Weil man zahlt 1 Mana und das ist einfach eine Chalice. Du kannst sie gar nicht casten, du musst ja Doppel-X kosten. Ja, deswegen. Und das sind einfach Sachen, die man einfach... Ja, ah. Das sind Sachen, die man vergisst. Und gerade wenn der Gegner einen nicht darauf aufmerksam macht oder so, dann ist das wirklich ganz, ganz schwierig. Hier dann zum Beispiel den Angriffstrigger, dass da ein Goblin reinkommt, dann im Angriff, dass der Plus kriegt und so weiter und so fort, dass der angreifen muss. Das sind alles Sachen, die man ganz schnell vergisst. Also spätestens wenn wenn Warboss und ein Rebelmaster liegen, dann sind die Trigger so viele. Ja. Okay, ich spiele das Deck jetzt schon 7, 8 Jahre ja. Locker, nee, länger. Dann hat man das irgendwann drin und selbst ich vergesse Trigger. Genau, das passiert einfach. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, Dimir Frogs auch ein sauschweres Deck, keine Frage, absolut. Ja. Man muss sich da sehr stark darauf konzentrieren, was man macht, was man selber macht. Gleichzeitig ist Moonstompy eben auch kein leichtes Deck. Also es ist immer was wir mal sagen, was ich auch immer direkt sage, wir haben eine Draufsicht, wir haben die Sicht, die Vogelperspektive sozusagen. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, die Gottsicht, aber wir haben die Gottsicht, wir sehen alles. Und wir sind halt nicht im Spiel involviert. Und man kann von außen immer besser sehen, was im Spiel passiert, als wenn man im Spiel involviert ist. Das ist halt einfach so. Ja, ist true. Deswegen möchte ich das halt nochmal genauso zeigen, weil das hier sind Lernopportunities. Das sind Sachen, wo man lernen kann, welche Fehler man macht und daraus nochmal selber lernen kann. Das finde ich immer ganz gut, weil ich weiß, dass beide auch zum Beispiel die Videos hier schauen. Und auch viele andere tatsächlich nur anhand der Videos sich einfach verbessert haben mit den Fehlern, die teilweise passiert sind, den Entscheidungen, die da gemacht wurden.
So, da, Red Blast. Boah. Force gerade oben draufgelegt mit Ponder und dann Red Blast. Deswegen hätte ich da auf jeden Fall erst die Bubble gezogen. Jupp. Erst Bubblen und dann erst mehr Knowledge und dann... Genau, und dann Pondern, schauen, was so, jetzt geht. Kannst du dir schwarz fetchen, dann bist du safe gegen Moon. Das ist schon mal gut. Ja. Da hätte ich... Das ist eine Tamio. Boah, das spielst du... Da hätte ich erst die Tamio gespielt. Die Tamio als Bait. Ja, die Tamio hätte ich hier auf jeden Fall auch gespielt. Die Tamio macht in dem Matchup nichts. Ja, ja. Wobei... Wenn die flippt, ist die halt ballsy gegen die Goblins. Sie stirbt aber mit einem Rebelmaster-Angriff. Das ist richtig. Hier wird einfach Go gesagt. Ich habe auf jeden Fall einen Pyro-Golf auf der Hand gesehen. So, jetzt haben wir schon mal 3 Mana. Das ist schon mal schön. Jetzt gehen wir wahrscheinlich in die Chalice oder kommt dann jetzt der Moon? Dann kommt wahrscheinlich der Moon. Der muss geforst werden. Ganz dringend. Da kannst du die Tamio reinschmeißen. Ja. So, wenn man jetzt keinen Affen und noch einen Blast auf der Hand hat, war es das. Das heißt, die erste Threat ist weg. Das ist halt immer so bei Stompy, wenn du weißt, das ist so manchmal so dumm, wenn du weißt, dass du gegen Stompy spielst, du hältst, wenn du blau spielst, eine Hand mit 2 Countern, counterst die ersten beiden Threats und der Rest läuft meistens von selber. Mm. Weil dann kollabiert die Hand von Stompy. Mm. Das ist halt genau der Punkt. Also dieses Kollabieren, das ist halt diese Entscheidungsfindung, die halt auch noch dabei ist, dass man halt in den ersten paar Zügen sehr entscheiden muss, was halte ich, welche Threat lege ich zuerst und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, das ist ein sehr, sehr cleanes Spiel von Dimir Frog. Mhm. Also, bis auf die paar Fehler, die auch vom Gegner, weil man sitzt auch zu zweit am Tisch. Ja. Und es macht nicht nur einer Fehler, sondern es machen 2 Leute Fehler und die Schuld liegt nicht nur bei einer Person, sondern immer bei beiden Personen, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite sieht man hier trotzdem ein sehr, sehr cleanes Spiel, also jetzt nicht von den Fehlern, sondern halt von der Strategie des Decks und wie man da halt mit arbeitet. Was sagt Go, nachdem er gefetcht hat? Ja, man hat halt den Bowmaster jetzt auf der Hand, den man halt jetzt prügeln kann, wenn der Gegner irgendwas macht. Ja, aber was will er machen? Die Goblins, die reinkommen, die 3 Mana-Goblins sind alle 2. Hier könnte man Pyrogolf ballern. Oder da kommt ein Blood Moon. Das ist okay, den würde ich resolven lassen. Der ist fine, der ist totally fine. Ja, das würde ich End of Turn auf jeden Fall. Ja, kannst du auch End of Turn immer noch machen, weil jetzt könnte er ja noch Fury haben, also. Genau, deswegen macht man das End of Turn. Das ist, wenn Fury Flash hätte, oh mein Gott. Ja, dann wäre ich schon lange gebannt. Sind wir einmal ehrlich. Yay, Mountains! Oh, da ist noch ein Tamio. Das ist noch eine Tamio, das ist spannend. Wie willst du spielen? Ich hätte wahrscheinlich eher den Ponder gedroppt auf der Hand, ehrlich gesagt. Ja. Aber ja, alles in allem nicht verkehrt. Das stimmt. Ist die Frage, jetzt hat man natürlich, glaube ich, da hat man noch ein Land. Ich glaube, da war sogar ein Fury auf der Hand. Boah, das wäre jetzt natürlich echt ekelhaft. Ja. Ja. Oh, Pyro-Golf. Sehr cool. Damit kannst du eigentlich Creature Instant Land Sorcery Artifact, der ist 5-6. Ja. 5-6. Ich würde da die Tamio stompen. Ja, Tamio 5 Damage rein, gib ihm. Ja, der Bowmaster und der Rest ist egal. Das ist ein 5-6er Buddy, der noch 5 Schaden schießt, wenn er reinkommt. Und der 4 Mana kostet, ja. Das ist so wichtig. Das ist insane mit diesem Deck einfach. Und du kriegst jetzt mit dem Dimir Frog kriegst du so schlecht Revolt-Trigger für Push. Das ist außer mal Bubbles. Bubble Beste. Ja, Bubble Beste, aber die ganzen Fetch ist alles weg. Ja, das ist richtig. Dann Ponder. Das ist ein Wasteland. Ein Blue Blast. Und ein Red Blast. Blue Blast und irgendwas anderes. Man will keinen Blue Blast. Oh, ich hätte auf jeden Fall den Blue Blast genommen. Ja, da hätte ich den Pyro-Golf geblastet und hätte damit 2 gehauen. Du bist absolut. So overhead von den Leben her. Ja, absolut. Und du ziehst jetzt eine schlechte Karte. Ja. Barrow-Golf. Barrow-Golf, auch ein Golf. Mehr Golfs braucht dieses Land. Hat er nicht ein ETB? Nee, der hat ein Combat. Wenn er jetzt angreift, dann kannst du 2 Karten millen und alle Kreaturen, die du damit gemillt hast, auf die Hand nehmen. Warum? Das wäre dämlich. Das wäre so dämlich. Dumm. Was?
Was? Nani? Also, ja. Das ist der Gorn. Yeah. Der Gorn, richtig gut. Ist da noch ein Golf auf der Hand? Auf wenn er jetzt. Deswegen mag ich zum Beispiel in den Decklisten. Das ist wieder der was ist denn das? Ich glaube, das ist ein Kiki-Jiki, der nicht rumgeflippt wurde, zurückgeflippt wurde. Das kann sein. Deswegen mag ich tatsächlich die Metamorphs in diesem Deck. Einfach zwei Metamorphs, wenn du halt keine Ringe hast. Weil erstens kannst du Gegnerringe benutzen, zweitens kannst du halt echt coole Sachen machen. Ist das. Man könnte jetzt auch das Land von ihm zerstören. Also den Sumpf oder die Insel. Man könnte den Sumpf zerstören. Kann man damit Non-Basics zerstören? Ja, klar. Basics zerstören? Irgendeins. Irgendeinen. Weil dann könnte man jetzt das Land zerstören für drei. Nächste Runde den Barrow Golf bouncen. Der hat übrigens Lifelink. Ja. Und dann. Ja, auf jeden Fall blocken. Also es gibt hier keinen Grund, nicht zu blocken. Gegner hat keine Handkarte. Block, zwei Schaden draufschießen, ist das Ding im Arsch. Ja, safe. Ja, Block happened. Vorher, to damage. Und dann zwei Schaden draufschießen, both tot. Schon getradet, er kriegt zwar noch Leben. Warum tradet man? Stimmt. Hat er nicht Death Touch, hast du dort nicht gesagt? Ich meine, er hat Lifelink. Guck nach. Ich meine, er hat Lifelink. Weil er hat ja nicht Death Touch und Lifelink. Das wäre ein bisschen hart. Das wäre crazy. Würde er vieles erklären, aber ich glaube, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber es kann sein, tatsächlich. Ich guck mal gerade schnell in die Regie. Weil das ist auf jeden Fall da schon ganz crazy. Man hat auf jeden Fall mit den Basic Lands gute Sachen, die man machen kann. Basic Lands hier wirklich, wirklich gut. Death Touch, Lifelink tatsächlich. Death Touch und Lifelink, gut, das erklärt das. Gut, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn unser Mono-Black-Spieler, der normalerweise immer nur Mono-Black spielt, den nicht kennt. Ja. Da ist ein normaler Golf, der ist auch schon relativ groß. Da hat eine Fable. Fable ist eine gute Karte. Mhm. Mit Originaltoken. Das ist Money. Also man hätte hier tatsächlich einfach dieses Ding spielen können, einfach seinen Basic Land zerstören können für drei irgendwann mal. Einfach nur, damit man da ein bisschen Ruhe vorhat. Vor allen Dingen nur mit Blau kriegt der nichts gerissen. Ist die ganzen Kreaturen, die der droppen kann, sind Main Schwarz. Alles schwarz, ja. Okay, du hast den Murktide, aber der kostet zwei Blau. Zwei Blau, ich glaube nicht, dass der passieren. Zwei Inseln drin hat. Nee, das wird einfach nicht passieren. Illegaler Move. Graveyard ordnen ist nicht erlaubt. Immer noch nicht? Es ist der Punkt, wenn es nicht relevant ist, darfst du dafür keine Warnings vergeben, aber es ist in einem Format, in dem es theoretisch sein könnte, weil Ben könnte eine Karte spielen im Sideboard, die das relevant machen könnte. Ja. Und dementsprechend theoretisch ist es egal. Erstmal fragen. Genau, immer fragen, hast du eine Karte drin, wo die Graveyard Order interessant ist? Nein? Okay, dann nicht. Da wurden gerade zwei Affen gezogen. Ja, und da wurde vor allem das Land, was das Ding. Kann das Ding Basic Lands zerstören? Ich meine schon. Weil wenn ja, dann wäre das auf jeden Fall gut. Es kann sein, dass auch wieder uns was... Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass wir uns da vertun. Bombardier. Bombardier ist natürlich auch strong. Drei Singles. Bombardier... Aber Bombardier... Macht ja, komplett so Affe. Viel. Für mich ist das ein Affe. Ja. Ist doch ein... Ne, ist ein Goblin Pirate, ne? Goblin Pirate. We are a Pirate. Und da ist, glaube ich, noch einer. Und da ist auf jeden Fall noch... Ich habe das Gefühl, diese eine umgedrehte Karte auf der Hand ist ein Land, was man einfach nicht spielt. Und ich verstehe noch nicht ganz, warum nicht. Weil man einfach ein Mountain hat, den dritten. Um damit beiden Bombardiers anzugreifen. Das ist doch genau das, was man will eigentlich. Ich weiß es gerade auch nicht. Alles ein bisschen auch schwierig zu durchschauen. Weil jeder kleine Fehler kann jetzt das Ende vom Spiel bedeuten. Jupp. Tatsächlich. Das kann jetzt ganz, ganz schnell eklig sein. Da bist du doch. Destroy Target Land. Ja, damit hätte man auf jeden Fall den Sumpf zerstören können. Und wenn er noch einen, zweiten Sumpf drin gehabt hätte, dann wäre das halt so. Aber die Chance, dass der Gegner eben nur noch ein Basic Land pro Basic Land Typ drin hat, ist sehr, sehr, sehr hoch.
in solchen Decks mittlerweile. Ja, also gerade die Dirmir-Farbenen, die spielen eigentlich safe immer nur... ja. Oder wie wir es hatten jetzt mit Grixis Control. Genau, da kommt das Land, es macht auch keinen Damage. Hat der sich jetzt gerade den Schaden gezogen? Nee. Nee, gut. Aber ich glaube, da wurde das gedacht, dass es Schaden schießt. Du kannst Sturky Gigi-Token kann auch angreifen, macht aber keinen Sinn. So sehr gibt keinen Sinn. Nee. Boah, ist das schwierig. Das sind 4 Damage. Und dann kannst du nichts schmeißen. Ja, man kann halt 10 Damage hinterherwerfen, aber das ist nicht genug. Ja, du kannst jeder Affe könnte den anderen. Bei Nick, du kannst auch nur einen schmeißen. Nö, kann mit beiden Goblins schmeißen. Oder werden die beiden Verzauberungen geschmissen? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil der Broadside Bombardier nur Artefakte und Creatures werfen kann. Steht auch drauf. Ja, man, wie gesagt, man ist nicht alleine am Tisch. Aber ja. Also das ist auch so was, wenn, selbst wenn der Spieler euch gegenüber total straight runterspielt, ja. Guckt, was der macht. Genau, guckt euch die Karten an, überlegt und schaut nochmal nach, was da genau passiert. Das muss kein Dings sein, das muss kein keine Absicht sein. Keine Absicht sein, aber genau. Fehler passieren halt. Genau, Fehler passieren halt. Genau wie jetzt hier zum Beispiel auch der das Fetchland wieder getappt wird, weil man denkt, es ist immer noch ein Mountain. Was es ja offensichtlicherweise nicht mehr ist. Ja. Und das ist genau der Punkt. Fehler passieren und Fehler dürfen auch passieren. Das ist genau der Punkt. Wir sind in Magic the Gathering. Wir sind an einem Punkt, wo gerade im Turnier Magic oder so es einfach interessant ist, wenn Leute Fehler machen. Weil darauf wollt ihr hinaus. Damit wollt ihr spielen. Oh Gott, den kann man auch noch wiederholen. Ja, yeah, du kannst den für einmal Delirium aus dem Friedhof exilen wiederholen für 3 Mana. Ach, das sind jetzt Nethergolfs, ne? Genau, das sind Nethergolfs. Oh, der Barrow öffnet mehr, als ich dachte gerade schon so. Nee. Das sind die aktuell macht man 14 Damage. 14 Damage ist nicht genug. Das sind 15 Damage. Das ist auch noch nicht genug. Und man ist im Backswing tot. Nee, man kann mir rocken mit dem. 15 Damage, da kommt noch ein Blood Moon. Och Gott, komm, machen jetzt nicht denselben Move doch, wieder. Mach nicht denselben Move schon wieder. Klar, wieder jetzt der Blood Moon geworfen. Dann kommt noch ein 1-1er dabei. Den würde man dann wahrscheinlich blocken und dann wirft man wahrscheinlich den 1-1er und den Blood Moon auf einen Golf. So wie ich das Spiel bisher kenne. Hö? Der wird einfach geblockt. Okay, man kann, wichtige Information für alles, man kann mit dem Bombardier werfen, sobald man als Angriff deklariert hat. Ja, das heißt 4 Blocks. Genau, 4 Blocks kann man das machen. Aber hier wird jetzt gerade durch unsaubere Art und Weise zu spielen, muss man einfach sagen, wie es ist, weil es, wie gesagt, ist vollkommen okay. Es sind neue Sachen mit drin. Es wird auch, glaube ich, auf beiden Seiten so gespielt, als wäre Blood Moon wieder da, weil man hat. Ja, ist halt auch gerade. Engine Loop keinen Schaden genommen. Leute. Also man hat im Engine Loop keinen Schaden genommen. Auch Crucial. Ja. Ist halt einfach schwierig. Aber jetzt wird gewastelandet. Nee, wird. Wird weggeschmissen. Wird für den. I see what you did there. Ja, wäre tatsächlich crucial, weil jetzt sonst over wäre. Selbst wenn man jetzt Engine Loop jetzt genutzt hätte, nach allen Fehlern, könnte man jetzt 2 Handkarten abwerfen und wäre mit dem Frosch tot. Ja. Deswegen, also es sind, das ist wie gesagt, das ist das, was ich zeigen wollte. Es dürfen Fehler passieren, es passieren auch Fehler. Aber es ist halt an einem Punkt, wo man halt sagen kann, hey, wir spielen Magic the Gathering, was halt einfach, oh, man hat ja gesehen, dass man fetchen kann. Wo man halt einfach mit Fehlern und auch mit den eigenen Fehlern leben muss und das auch ein sehr großer Teil des Spiels einfach dabei ist. Auf der anderen Seite, durch den Fetch ist man jetzt halt gestorben. Durch den Fetch ist man jetzt einfach gestorben. So gut wie ihr. Ja, also es gibt ja keine Karte, die man ziehen kann. Also es ist halt, er greift mit beiden an, sind 4 Damage, er flinkt einen davon ins Gesicht, sind 5 Damage, ist tot. Das ist Liefel. Nach sehr, sehr, sehr vielen Zügen. Wie gesagt, boah, wenn das, ihr... Stompy das auch noch gewinnt, ey. Natürlich. Oh, das passiert, wie gesagt. Lest die Karten, schaut die Karten vom Gegner an und
gerade wenn ihr sowas habt, ihr seid niemals derjenige, der schnell spielen muss. Ja. Sondern es lieber kontrolliert und langsam runterspielen, als das gerade wenn am Ende, das Deck neu ist. Genau, als wenn am Ende irgendwelche Fehler passieren. Auch wenn man manchmal ganz gerne schneller spielt, wenn man und gewinnt. Und fragen, frag den Judge. Immer Judge fragen, immer den Gegner fragen. Und dann notfall nochmal nachlesen. Genau, das wollte ich euch hier mit zeigen. Wie gesagt, in dem Deck, in dem Match sind sehr, sehr viele Fehler passiert. Und ja, trotzdem ist es ein schönes Match gewesen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Daumen nach oben, ihr kennt das Ganze. Bis dahin. Ciao, ciao.